Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 mit dem guten 92. Yo, und hier was sind geht? Wir sind hier im DLC. Genau, und wir waren hier schon mal. Ja, jetzt mögt ihr mögt vielleicht jetzt denken, Alter, da wart ihr doch schon mal. Wir haben uns. Seid ihr verkalkt oder so? Richtig, ihr habt doch richtig verkackt, das werdet ihr jetzt denken. Wir haben aber gelevelt. Ja. Wir sind wesentlich stärker als vorher. Ja, wenn ihr die ganzen Parts nicht geguckt habt, wir haben einen DLC komplett abgeschlossen, den wir eigentlich nicht abschließen wollten. Wir haben gedacht... Richtig, wir haben gedacht, wir leveln nur bis Level 30 und dann passt das. Aber ja, der hat sich so ergeben, dass wir den komplett abgeschlossen haben. Ich habe übrigens nochmal nachgeforscht im DLC. Man kann den Schatzraum nicht nochmal betreten, außer durch einen Glitch. Echt? Ja, und dann sind die Truhen spawnen auch sofort wieder nach alle. Vielleicht sollten wir das mal offscreen machen. Ein Glitch? Jupp, damit kannst du dir die Truhen wiederholen. Sonst Alter, die machen immer noch unfassbaren Schaden, ne? Die machen halt immer noch einen unfassbaren Schaden. Alter, das ist heftig, ja. Aber wir jetzt auch. Stimmt, wir jetzt auch. Du hast meinen Kill eben geklaut. Hab ich? Oh, scheiße, lebst du? Oh Gott, du stirbst. Oh Gott, du stirbst. Wenn du mir meinen Kill klaust... Ich mach halt echt noch nicht... Oh, krass machen die Schaden. Alter, mein Schild ist schon wieder weg. LOL! Ja. Sehr gut. Alter! Die hauen dir aber auch einen Schaden rein, ne? Die drücken wow, ist das heftig. Keine Ahnung, woran das liegt. Die drücken mir halt richtig rein. Du bist zu gütig. Warum auch immer nur auf mich, aber... Wow. Stirb, alle. Oh Gott, Alter, diese Scheiße. Aber wir kommen besser mit denen klar als das letzte Mal. Ja, eben. Nur das letzte Mal bin ich nicht verreckt, sondern du die ganze Richtig. Zeit. Richtig. Jetzt ist komischerweise irgendwie umgedreht. Hoffentlich kommt... Ach ja, stimmt. Wir werden gleich wieder den Meister Knochenhosen-Typ. Jo. Er wird zurückkehren. Ich garantiere es euch. Da ist ja, er auch schon. Ja, ist er schon. Level 31. War er nicht Level 30? Der war Level 30. Oh nein. Der war doch Level 30. Meister Knochenhosen-Typ ist stärker geworden. Da kommt er. Oh nein. Alter, wieso treffe ich mit meinem Sniper halt einfach nix, ne? Weil das scheiße. Kritischer Treffer, der ist down. Nee, down ist er nicht. Alter, ich mach echt kaum Schaden. Alter, ich ziel schon voll auf deren Köpfe, ne? Und die sterben halt einfach nicht. Das ist so heftig. Nee, gut, das war voll verfehlt. Oh Gott, hier, Granate, Alter. Ja, hier auch, bitte. Krieg ihr. Korrosionsschaden, ihr Bastarde. Wir müssen Meister Knochenhosen-Typ unbedingt umbringen. Ja. Aber der hält auch viel aus. Aber wir kommen besser mit ihm klar als das letzte Mal. Definitiv. Noch länger Vielleicht kriegen wir hier noch richtig geile Waffen. Toll. Umgebracht. Nein! Oh. Oh. Ich werde es nie lernen. Ja, ich werde es nie lernen. Ja, so. Ich merke das. Meister Knochenhosen-Typ ist tot. So, warte, ich lass mein Schild erstmal kurz regenerieren lassen, Alter. Das ist ja unfassbar. Mein Schild ist regeneriert. Gut, meiner jetzt auch. Ich muss ja schon mit der Panzerfaust rumlaufen. Ich hoffe, wir kriegen gleich bald gute Waffen zu kaufen. Ich hoffe auch. Irgendwie stimmt hier was nicht. Da ist ein Skelett. Krass, es geht los, Alter. So, das eine Skelett ist tot. Yo! Ich brenne. Warum brenne ich? Das zweite Skelett ist tot. Für das. Oh krass. Warum bin ich so langsam? Oh. Weil du scheiße bist. Ja, das auch, aber. Man muss ja auch manchmal die Wahrheit sagen, ne? Lol. Ja, richtig. Was bist du denn? Lol, da. Wow, was ist los, Alter? Was mit dem Skelett? Ja, was geht? Oh scheiße. Was war das denn für einer? Der mich verlangsamt. Ja, den hatte ich doch auch gerade. Sehr verbunden. Also lag das doch nicht daran, dass ich scheiße bin. Dann hat er dich auch erwischt, der Bastard. Alter. Letztes Mal haben wir hier richtig hart verkackt. Vor allem ist der unter der Erde geklitscht, ne? Nice. Gewesen. Sehr gut. Hamlet of Swift Passing Through. Okay. Es da ist das Skelett. Wie gesagt, das läuft wieder richtig krass bei fuck. Uns. Halt still. Halt still, habe ich gesagt. Du hast ihn schon tot, alles klar. Irgendwas kommt da raus, noch ein Skelettbogenschütze. Wo ist der Skelettbogenschütze, der Bastard?
Hier. Irgendwo da ganz hinten ist noch einer. Oh. Der ist tot. Skelett-Schwertkämpfer, Alter. Muni. Kritischer Treffer, das war gar kein Headshot, der war tot. Easy. Aber mit guck mal, wir kommen jetzt gut voran, ne? Das heißt, wir können auch hier bleiben, denke ich. Ich denke auch, dass wir im DLC jetzt gut vorankommen werden. Mal gucken. Oh, da kommen sie. Ja, ich merke das schon da hinten irgendwo. Ja, halt die ganzen Level 30er Waffen, die wir nicht gebrauchen können gerade, ne? Ja, eben. Aber damit kommen wir ja gut klar, denke ich. Ja, das wird schon passen, hoffentlich. Hoffentlich sterben wir nicht so schnell wie... Also, ja, wir sind jetzt schon weiter, aber die machen halt immer noch derbs Damage. Gut, dass ich ein 4000er-Schild habe. Oh Gott, was ist das denn? Da ist ein Golem, Alter. Irgendwelche geilen Waffen. Nee, nur ein Class-Mod und Granaten. Hier hinten ist ein Golem. Cool. Da. Stein-Golem. Ich habe ihn angeschossen. Der greift irgendwas anderes an. Egal, komm weiter. Wir haben hier noch nichts verloren. Ich will mich nicht gegen so einen Golem anlegen. Oh, scheiße. Guck mal auf die Karte. Was? Wieso? Woher denn? Was? Ich komme aus dem Boden. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Zusammen trommeln. Ja, wir kommen gut voran. Oh, krass, Alter. Mein ganzer Schild ist gerade weg. Alter, die haben einen Hit, machen die, ne? Das ist heftig, ne? Was die mit einem Hit machen, Alter. Mit einem Hit machen sie mein Schild komplett weg. Krass. Mit einem Hit. Bei mir mit zwei, aber dann ist mein Schild halt auch da. Und hier ist noch einer. Der ist da oben. Du hast ihn schon tot. Sehr gut. Mensch. Wir müssen auch nur noch Flame Rock Refuge. Ja, wir sind fast da. Hier ist eine Truhe. Mit Muni drin wahrscheinlich. Ich würde aber gerne mal oben zum Haus gucken. Oh, krass. Reingehen. Du hast das Skelett schon. Pass auf, da kommt ein Skelett-Schwertkämpfer. Wow. Oh Gott. Dieser scheiß Bogenschütze, Alter. Ich hasse die Bogenschützen, ne? Die gehen dann so auf den Sack. Alter, dieses Sniper verzieht so heftig, Alter, dass es... Ja, nee, ist klar, ne? Ich bin tot. So, beide einen umgebracht, Alter. Meine Waffe verzieht aber auch heftig. Der Rückstoß ist einfach zu krass. Was, die, Alter? Wow. Die Dinger sind mein Rückstoß ist einfach zu krass. Das hat leider einen Nachteil. So, mein Raketenwerfer geht abfliegen. Fetter Skelett. Oh, scheiße. Boah. Meinst du, den kriegen wir tot? Ja, ne? Ja. Den tot kriegen. Scheiße. Hast du gesehen, wie mein Raketenwerfer schön daneben geflogen ist? So muss das. Geht viel besser. Alter, hast du gesehen, wie viel Schaden das gerade gemacht hat, mein... Doppelgänger. Was zur Hölle? Ich war doch schon aus Reichweite. Lol. Los jetzt. Schießen wir ihn ab. Diesen Bastard. Ja, weil ich nicht mehr nachladen muss, ich genau in dem Moment. Ne? Ich bin so dumm. Hier, kannst du dich ja nochmal auf meinem Klon anlegen. Der macht Elektroschaden, der Bastard. Boom, tot. Ach, der haut auf den Boden. So, das war's. Irgendein geiler Schild. Geiler Schild. Ich weiß es nicht, ob der jetzt so geil war, wie ich gedacht habe. Nee, der Scheiße. Waffenkiste oder so. Öffne mal, ist was Gutes drin. Nichts für unser Level eigentlich. Das heißt Scheiße, Alter. Oh Gott, die Pistole ist heftig, Alter. Egal, nimm mit die Kacke und dann verkaufen wir die, Scheiße, wenn wir da angekommen sind. In unserer neuen Basis. Hier ist noch eine Truhe. Ja. Dann hol sie dir. Hol sie dir, Junge. Schnapp sie dir. Ja, auf jeden Fall. Gönn dir. Wir kommen diesmal aber besser klar. Obwohl das immer noch ziemlich lange dauert. So, dann mal los. Hier sind noch ein paar Sachen, die wir öffnen können, bevor wir da reingehen. Einfach ein Scheiß. Mach die Scheiße kaputt, Alter. Auf nach Flame Rock Refuge. Gehen wir da hin. Flame Rock Refuge. Sieht gut aus, ne? Das sieht richtig nice aus. Kann ich gar nicht anders sagen. Glaube ich auch, das ist echt Hammer. Definitiv. Ach so. So, dann wollen wir mal. Gucken wir mal, ne? Flame Rock Outskirts. Dann gucken wir mal. So, let's go. Flame Rock Refuge betreten. In der Ferne seht ihr die Aufklärungszeppeline, die Nimmermüd nach Feinden und Zeugs Ausschau halten. Und was macht er jetzt? Aufhören mit dem Spiel? Reden wir mit den Einwohnern. Großartige Idee. Ja, reden wir mal mit den Einwohnern. Geil, ne? Wir dürfen eine langweilige Quest machen, wie mit den Einwohnern reden. Läuft bei uns.
Ist normal, wenn man in der ersten Stadt, habe ich damals bei Final Fantasy auch immer gemacht. Immer mit den Einwohnern geredet, obwohl es sinnlos war, weil die halt nichts können. Dann reden wir mal mit denen. Hi. Die Königin wird vermisst. Vielleicht weiß ihre Leibwächterin Eleanor, wohin sie verschwunden ist. Wenn die Königin nicht zurückkehrt, werden wir niemals wieder die Sonne sehen. Klingt so, als müssten wir diese Eleanor finden. Ich lebe die Technik. Du musst ja wieder da gleich sofort am Dings, ne? Natürlich. Waffengeschäft. Oh, was? Da verkauft erstmal die ganze Scheiße, die ich habe. Die können wir eh nicht benutzen. Eben. Kann ich eh nicht benutzen. Und jetzt guck ich mal nach, ob ich bessere Waffen habe. Ich guck auch gerade so ein bisschen. Weg. Die ist halt schon echt heftig, ne? Verursacht extra Explosivschaden. Ja, die behalte ich mal, wenn ich auf dem Level bin. Level 30. Oh, die sind alle kacke, die Waffen, die ich habe. Was ist denn der Fang des Tages? Oh, ich muss Level 30 werden, sonst bringt das ja nichts, Alter. Lell. Nee, wirf den Glasmod hier mal weg. Was ist mit dem Schild? Der ist scheiße und der auch. Das kann auch beides weg. Sehr gut, dann mal neue Munition kaufen. Ich habe mir neuen Schild ausgerüstet. Du hast dir einen neuen Schild gekauft? Alter, jo. Alle Schilde hier sind beschissen als meiner. Sehr gut. So, kaufen Munition voll. Sehr gut, und dann wechsle ich mal kurz meine Pistole gegen das Ding hier aus. Ach, kann ich noch gar nicht. Ja gut, dann behalte ich meine scheiß Pistole, lel. Die macht 500, die macht 400 mal 6. 50% kritischer Treffer. So, bist du soweit? Wir wollen Eleanor suchen. Ja, ich bin soweit. Wir können. Wow. Was du da? So, auch ein Nachbar. Geil. Okay. Ist eine Slack-Waffe. Lol. Die Leibwächterin ist nicht da. Oh, Entschuldigung. Ich hab vergessen, ihre Spielfigur aufs Brett zu stellen. Rups. Wow. Sieht aus, als hätte sie ein Problem. Das ist, deine Waifu. Ich glaub, ihr Problem. Das ist deine Waifu. Nee, das ist deine. Ja, nee. Sorgenvoll. Sagt, was kann ich tun, Gnefrau? Gebt mir eine Quest. Die Königin ist verschwunden. Sie ist in den Wald gegangen, um der Welt das Licht zurückzubringen. Wo ist sie denn hin? Sie sagte irgendwas davon, dass sie den Fluch mit Hilfe des Baums des Lebens brechen will. Bestimmt ist sie dorthin. Und so wurde eure Bestimmung klar. Ihr müsst in den dunklen Wald gehen und der Königin helfen. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir das. Aber vorher rüste ich mich mit einem neuen Skin aus. Ich auch. Ich muss mal gucken, was wir da haben. Nehmen wir doch... Ich hab halt nichts Neues. Nee. Für diesen wilden Look. Diesen wilden Look. Nehmen wir doch den hier und dann... Das sieht doch nice aus. So. Den. So, das sieht doch nice aus. Sollen wir uns ja mal hier im Flamerock Refuge mal umgucken? Wollen wir? Ja, wir wollen, ne? So ein bisschen können wir das ja machen. Weil wir müssen ja weiter eigentlich, aber wenn wir hier schon hier Burger sind... Burger von Flamerock. Und hast was Gutes gefunden? Nee, ne, nur Munikisten. Muni. Oh, hier ist noch so... Guck mal kurz, was sagt denn die Karte? Geil, eine Granate. Ich möchte gerne die Häuser rein, bei manchen Häusern rein. Bei manchen Häusern kann man ja reingehen. Ach so, echt? Eben, ja, so, deswegen. So, ich guck mal, ob ich hier rein kann. Nee, hier geht's auch nicht rein. DJ! Bleib mal auf der Seite, wo du bist. Kreativer Name. Burger von Flamerock. Und wo habe ich denn hier gerade DJ gesehen? Lel, keine Ahnung. Ich deck mal weiter die Karte auf. Mach das. Das ist aber nur deine Karte. Meine Karte wird dabei nicht aufgedeckt. Ach, echt nicht? Oh, das ist ja scheiße. Ja, so ist das halt, ne? Statistics so das, Shanty. Ne? Und wer bist du? Sir Reginald von Bartlesby. Ich darf niemand mehr in den Wald, seit es dunkel wurde auf der Welt. Aber der Torwächter ist leicht rumzukriegen. Sagt ihm einfach, dass ich euch geschickt habe. Rede mit dem Torwächter. Ja, machen wir gleich, ne? Dann machen wir das gleich. Ich bin hier bei Sir Reginald. Was will der denn? Nix, kannst du nicht reden. Schade, ich dachte, ich kann deinen Kopf kaputt machen, weil du nur eine Glühbirne bist, aber...
Das hat Ronny. Findest du übrigens bemerkenswert, wie die gleichen Leute, die in Sanctuary rumlaufen, auch hier rumlaufen. Ja, ne? Heftig. Echt heftig. Heftiger Scheiß, Leute. Das ist so, als wären wir in Borderlands gerade hart auf LSD. Ja. So, kommst weiter, hier ist unser Skelett, ne? Oh Gott, hier geht's schon los. Was macht denn das... Oh, was macht denn der Bogenschütze da jetzt? Sterben. Wobei, der ist ja schon tot, ne? Was, hier kommen noch mehr? Oh, krass. Was, der Bogen... Was, das ein Skelett kommt auf mich zu? Ich habe ihm den Kopf abgeschossen. Sehr gut. Das ist gut. Das, so gehört sich das. Ja, Köpfe müssen fliegen, ne? Da hinten ist ein Skelettzwerg. Ja. Scheiß Skelett. Oder reden wir mal mit dem Torwächter, ne? Würde ich auch sagen, ne? Definitiv. Ey, Torwächter, darf er durch? Oder so? Ja, die Königin ist in den Wald gegangen. Aber es ist zu gefährlich, da alleine reinzugehen. Ich werde euch begleiten. Ja, mach mal. Häuschen, das ist meins. Ich muss kurz rangehen. Tina hier? Wunderwelt der Fantasie! Ich bin also Torwächter! In dem Fall müsst ihr eure Bettessigkeit unter Beweis stellen, um an mir vorbeizukommen. Erste Aufgabe: Jagt den Aufklärungszeppelin der Stadt mit einer Feuerwaffe in die Luft. Einfach so! Okay. Geil, hast du eine Feuerwaffe? Elektro, normal, ich habe eine Feuerwaffe. Ja, pann meine Panzer raus. Sehr gut, ich hab nämlich, glaube ich, keine. Gut, dann jagen wir halt nochmal schnell den Zeppelin einfach so in die Luft. Das ist übrigens Torg aus dem anderen DLC. Okay. Den man... Der ist einfach, der hat eine große Arena, da gibt's halt eine Arena halt, ne? Wo man gegeneinander kämpfen kann und so. Ja, nice. Du musst und gegen... Das heißt, du musst die in Stücke sprengen. Die Dinger, ich kann das nicht. Ach so. Wow, was war das denn? Oh, was? Lel. Jo. Jo, okay. Das war einfach. Hab ich ihn runtergeholt. Ja. Mit dem Gitter, woran die befestigt war. Geil. Er sagt, wir sollen das Ding mit einer Feuerwaffe... Wo ist denn der nächste? Da hinten. Wir sollen das Ding mit einer Feuerwaffe besiegen und dann passiert... So. Ja, nice. Ja. Ich bin begeistert. Was hast du? Zeppelin runterholen. Hast du das erwartet, dass wir Borderlands in Zeppeline runterholen müssen? Nein. Also das Spiel startest es? Hätte ich nicht gedacht. Nicht erwartet, ne? Ich auch nicht. So, tschüss. Das war's wohl mit dem nächsten Tschüss, Zeppelin. Trottel. Nice. Wieder den scheiß Zeppelin. So, das war's. Wir haben gerade die einzige Möglichkeit, der Stadt zerstört, herannahende Gefahren zu erkennen. Warum? Also gut, Bett ist Aufgabe 2. Ja. Ich würde ihn am liebsten jetzt zerreißen. Fantasie! Wir haben die einzige Möglichkeit zerstört, die für Sicherheit sorgte. Jo. Fantasie! Gut. Dann gehen wir in die Taverne. Ja. Ich kann es mir vorstellen, gleich werden irgendwelche scheiß Skelette auftauchen, weil die Zeppeline sie nicht vorher sehen konnten. Moment mal, diese Stadt hat keine Taverne. Oh. Jetzt hat die eine Taverne in die Stadt. Krass. Moxie's Grog and Girls. Oh. Moxie ist gerade gespawnt. Hey, Baby. Ich bin bestückt wie ein Kammermonster. Hey, Abenteurer. Es ist Feierabend, aber diese Idioten wollen nicht gehen. Könntet ihr sie rausschmeißen für mich? Und packt sie euch derbe an. So, ich habe ihn zerhackt, Alter. Diesen Bastard. Es tut mir leid. Ich lasse auch keine dummen Sprüche mehr los. Du auch. Hä? Haut ihn so doll, dass er explodiert. Haut ihn so doll, okay. Dass er explodiert. Wie soll ich ihn so doll hauen, dass er explodiert? Verstehe ich auch gerade nicht. Geh mal weg. Gesicht? Geh mal weg. Nicht mal das bringt was, okay, lol.
Hä? Hä? Ich fordere dich heraus. Nein. Los, box ihn. Das geht nicht. Oder meint er den Typen, der abgehauen ist? Ach, scheiße, den... Oh, lol. Gut, wir sind richtig schlau. Wo ist er denn? Da müsste er... Da kommt er. Da laufen die. Da kommt er. Oh, was zur Hölle? What? Nein, ich sterbe! What the fuck ist mit dir denn passiert? Der ist explodiert. Ich muss Lilith recht geben, das ist voll bescheuert. Hat mir auch nur 13.000 gekostet, ne? Ich muss Lilith recht geben, das ist voll bescheuert. Ja, ist halt echt so. Ich hab ihn nur geschlagen und plötzlich wird mir gesagt, Alter, flieg ich weg, wenn der Rückstoß der Explosion mich killt. Ich hab's gesehen. In die Abgründe. Ich hab's gesehen. So, jetzt dürfen wir endlich mal in den Wald gehen. Geile RPG-Geschichte. Genießt es, Leute. Wir spielen hier jetzt was für Final Fantasy. Ja, also das ist wirklich eine tolle Nebenquest. Alles toll eigentlich. So, sprechen wir mit dem Bastard. Ja. Neue Mission. Ich will, dass ihr den Ozean in die Luft jagt. Schaffst du ihn uns bitte vom Hals? Sollen die Ozean in die Luft jagen? Mr. Talk, ich verbanne dich. An den Pranger. An den Pranger. Devlin, der Torwächter. Tschüss, Mr. Talk. Du Lappen, jetzt bist du am Pranger. Ihr werdet die Schrecken des Waldes nicht alleine überleben. Wollen wir erstmal kurz zu Mr. Talk gucken, bevor wir da hingehen? Zu Mr. Talk? Ja, die haben also jetzt einen Gavlin Nebenquest aufgeploppt. Ach so. Die wir doch mal schnell annehmen können, ne? Wollen wir die schnell noch annehmen? Ja, ne? Würde ich auch sagen. Ist eine gute Idee. Wenn wir schon hier sind, weißt du, bevor wir im Wald geht's weiter. Vielleicht kommt da ja was Witziges bei rum. Ja, wir müssen halt uns jetzt anhören, was die zu sagen haben, ne? Das ist halt jetzt sehr lustig alles. Mhm. Mit ganz vielen Anspielungen, Quinch und so weiter. Wir haben ja gesagt, wir machen das DLC hier. Das wollten wir ja von Anfang an. Definitiv, aber nicht komplett mit allen Nebenquests. Nee, so erstmal was eher, ne? Erstmal die fette, ja. Ja, gut. Was hat denen zu sagen? Ich kann ein bisschen rummuhen. Wollt ihr Erfahrungspunkte? Ich hab ein Problem. Ich soll diese Stadt hier bewachen, aber ich habe keine Rüstung. Könntet ihr mal in den Wald gehen und etwas finden, das diesen ganzen prächtigen Leibesumfang schützt? So prächtig ist das ja nicht gerade, aber ja, können wir machen. Ah, hier ist er. Kommt in die Also, ich habe da eine Sweet-Ass-Quest für euch. Als erstes... Talk, was willst du überhaupt im Spiel? Wir wissen doch alle, dass Geek-Zeugs dich nicht interessiert, Muskelbubi. Was? Ich darf Geek-Zeugs nicht mögen, bloß weil ich auf meinen Körper achte? Diskriminierung! Könnten wir diesen Poser bitte loswerden? Mädels, ich habe eine Idee. Abenteurer, findet die drei verborgenen Fragen wahrer Geekigkeit. Talk, rätst du die Antwort auf meine Geek-Fragen-Dreie? Dann bist du auch bei dem Spiel dabei. So ein Schwachfug. Die würde ich gleich gerne machen, doch. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ja gut, wir holen uns erstmal die ersten und doch die anderen bei allen anderen Nebenquests und dann machen wir die, ne? Jupp. So, was hat sie denn? Was hat Moxie denn so Schönes? Willst du mit? Die Zeiten sind hart, Schnäuzelchen. Seit der Hexer seinen Krumpokalypse-Zauber gewirkt hat, wird das Essen immer knapper. Falls ihr unterwegs über irgendwelche Crumpets stolpert, seid so lieb und sammelt sie ein, ja? Warte, wir können der Stadt bloß Crumpets bringen? Tina, du weißt schon, dass es auch andere Dinge zum Essen gibt, oder? Du hast doch nicht ernsthaft die letzten paar Jahre von Crumpets gelebt, oder? Ich verstehe die Frage nicht. Hm. Gut zu wissen. Tina hat also die letzten 3 Jahre nur von Crumpets gelebt. Sehr widerlich. Was sind Crumpets? Ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Gut, dann bin ich nicht einzig. Was sind Crumpets? Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr es liest. So, was... Bist du denn, Alter? Er ist ein Flaschenmann. Ihr seht Sir Reginald von Bartlesby, Aristokrat und Rätselmeister. Wenn ihr eine von seinen harten Kopfnüssen knacken könnt, kriegt ihr eine Belohnung. Seid mir gegrüßt, Abenteurer. Ich habe ein Rätsel für euch. Ich bin alle und ich bin niemand. Überall, nirgendwo. Wie nennt man mich? Würfelt alle eure Einsichtwerte, um zu sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Ich werde das Rätsel wiederholen. Ich bin alle und ich bin niemand.
Brick, knall die Würfel nicht so auf das Brett. Du hast Tinas Figur kaputt gemacht. Ups. Du hast gewonnen. Yay. Was war denn die Antwort auf das Rätsel? Okay, das war leicht. Keine Ahnung. Ich muss mir lachen. So verkneif halt gerade. Da fällt er, knallt in der Würfel tot, Alter. Okay, das war leicht. So, Missionen. Gucken wir mal. Flame Rocky Fuge. Fake Geek. So, hab ich ausgewählt. Gut. Finde die erste Frage. Na dann, los geht's. Ich bin gespannt, was mit Talk passiert. Der Miko wird es ja schon wissen. Ich weiß es nicht mal alles. Das ist echt schon lange her. 4 Jahre. Das vergisst man alles. Ja, gut. Schade. Ich weiß ja nicht mal, ob ich wirklich alle Nebenquests gemacht habe. Also das mit Ellies Rüstung weiß ich noch, ja. Nur Kacke und Geld. Sehr nice. Okay. Kacke, Geld. Kommen wir da rüber schon? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, für die Frage kommen wir gar nicht rüber. Die Frage der Geekigkeit. Ich guck mal, vielleicht gibt es irgendwie einen anderen Weg rüber. Oh, Moment. Oh, er kommt doch rüber. Oh, nice. Das Schild ist weg. Super. Wow. Ey. Das ist unfair. Alter, scheiße. Sniper bringt hier wohl gar nichts, ne? Naja, bewegt sich halt mit, ne? Ja, eben. Ich wollte es gerade auch sagen. Ach ja, Leute, freut euch auf den November. Da wird bei uns beiden Pokémon anlaufen, falls wir das nicht in irgendeinem Part schon erwähnt haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Da ist, oh Gott, da ist die erste Frage der Geekigkeit. Ich fahre mal weiter, ne? Du hast die erste geekige Frage gefunden. Bin einfach drauf geblieben. Welche Uniformfarbe zeigte in der Echo-Show Space Journey in Space an, dass ein Besatzungsmitglied wahrscheinlich von einem Shrek gefressen würde? Rot, was ist sonst? Korrekt. Weiter zur nächsten Frage, Abenteurer. Warum verplempern wir hier unsere Zeit? Scheiße, ich muss hier noch kämpfen. Wir müssen sicherstellen, dass du nicht bloß tust wie ein Geek, weil das gerade angesagt ist. Alles nur weil er Muskelprotz ist, ne? Das ist voll die Diskriminierung, ne? Echt so. Er darf kein Geek sein. Alter. Denk dran, das Schiff nicht zu verpassen. Sonst hast du Probleme. Ich hab das Schiff gerade verpasst. Ne, das Schiff kommt gerade an beim Ding. Ich muss mich beeilen. Oh, schnell! Ich hab's geschafft. Supi. Zumindest etwas. Habe ich mir auch gerade gedacht. Zumindest etwas, ja. So, habe ich irgendwelche... Ich gehe schon mal zum nächsten. Nice zum nächsten, Waffen. Zur zweiten Frage. Ich würde gerne aussteigen. Ich warte auf dich, ne? Ich warte dann hier auf dich, damit, bevor ich dich einsammle. Ja, ich würde gerne aussteigen, danke. Der läuft weg, der Spaß mit der zweiten Frage. Was? Warum läuft der Scheiß? Oh ja, nee. Nahkampfschriftrollendieb 0 von 3. Was? Och nein, Alter. Oh doch. Das sind jetzt die richtigen. Oh Gott, bist du weit weg. Wo bist denn du? Läuft der immer noch weg? Ich lauf ihn hinterher. Der ist halt voll schnell. Er wird hier rumkommen. Ich werde versuchen, ihn von der anderen Seite aufzuhalten. Scheiße, er ist umgedreht. Da was? Hast du ihn erwischt? Nein, der war schnell. Kannst du in die Face loggen? Nein. Oh, scheiße. Oh, was ist das für eine Kacke hier, Alter? So, ich komme jetzt. Ich versuche mal von der anderen Seite zu kommen. Ja. Da. Das ist halt voll schnell. Muss ihn schlagen. Schlag ihn. Hä? Lol. Was? Wie schnell ist denn der? Der Dude ist noch richtig schnell. Ich krieg ihn nicht. Warte, was ist... Ach, wir müssen ihn noch einmal schlagen, komm. Einmal noch. Ach, geh weg, ey. Du musst ihn nur noch einmal boxen, er kommt. Da ist er. Komm her, Alter, komm her. Ich hab ihn. Spaß. Oh. Buchreihe King of Jewelry musste der rechtmäßige König etwas neu schmieden lassen, und zwar sein Schwert.
Korrekt. Das war so eine perverse Anspiel. Jo. Ah, gut, letzte Frage. Nächste und letzte Frage, denke ich. Nur weil er auf seinen... Hör mal, als ich klein war, haben die Jungs mich aus zwei Gründen gehänselt. Wegen meiner Tattoos und wegen Bunkers and Badasses. Ich habe für meine Geekigkeit gelitten. Ich lass dich doch jetzt nicht in meine Kultur eindringen, bloß weil sie heute cool ist. Alter. Nur weil er auf seinen Körper achtet, darf er also kein Geek sein. Und Lilith hat für ihre Geekigkeit gelitten. Gut zu wissen. So, was ist da? Oh. Oh, da hängt sie ja. Letzte Frage. In der 23. Folge der 15. Saison der Blue Box Adventures, wie lautet der Name des Schiffes, das die Blue Box entführt? Ich weiß es nicht. Oh, so ein Tech Talk. Sieht aus, als wärst du doch kein echter Geek. Alles, was mich interessiert, sind Science Fiction und Fantasy und Einhörner und Möpse. Warum lasst ihr mich nicht mitspielen? Oh, wow, jetzt komme ich mir vor wie ein Schwein. Ich mir auch. Talk, es tut mir leid. Klar kannst du mitspielen. Du kannst in der Stadt Nebenquests geben oder so. Oh ja! Nice, sehr gut. Gut. Gib die Scheiße ab. Ja, hab ich gemacht. Sehr gut. So, hab ich meine Mama, Mr. Thor, getaucht. So, wollen wir jetzt einmal die eine Hauptquest weitermachen, wie in den Wald gehen? Mr. Thor und dein Nachname? Flexington! Ich wünschte, die Königin wäre wieder da. Dann gehen wir jetzt in den Wald, ne? Ja, auf in den Wald, würde ich auch sagen. Nochmal schnell Muni nachfüllen für das bisschen, was wir verschwendet haben. Ach. Das kriegen wir ja schon hin. Oh, Kacke, kauf irgendwelche nutzlosen Waffen, Alter, weißt du? Oh, du bist so schlau, ne? Bist auf Borderlands wieder komplett raus gewesen, ne? Wow, die. Geh in den Wald und finde die Königin. Krass, wofür habe ich gerade 80.000 Gold verloren? 80.000? Lol. Ich habe keine Ahnung, wo die gerade hingeflossen sind. Hier liegt irgendwas. Quampits liegen hier, okay. Jo, hier ist ein Raketenwerfer mit fucking 11.000 Schaden. So, bist du soweit, dann kann ich mich hier durchs Portal gehen. Warte kurz, geht sofort los. Ich will gerade mal was vergleichen. Meiner macht 8.000, nö, den behalte ich mal. Keine Ahnung, wo die 80.000 hin waren, die ich eben gerade noch hatte. Wow. So, wollen wir in der Wald gehen? Gehen wir in der Wald, los geht's. Gut. Gut, die Reise beginnt zu der Wald. Auf geht's zu der Wald. Warum? Hä? Du bist gleich abgebrochen. Ich hab nichts gemacht. Weil du bist weitergelaufen, dann speichert das Spiel automatisch und dann geht's nämlich, dann ist das so, dass du speicherst gerade in dem Moment. Stimmt, da stand wirklich speichert gerade. Ja, gut. So, das ist der Wald. Das ist das Wald. Aus, ne? Wir sind in das Wald. Ihr betretet den Wald der Stille. Okay. Wald der Stille. Stille? Langweilig. Da ist was drin. Na dann mal los. Mist, jetzt muss ich mir einen besseren Namen für den Wald ausdenken. Ja, da ist gerade jemand runtergefallen und hat sich erhangen. Nice. Sehr gut. Voll daneben geschossen. Passt. Oh, wir können die neue Sachen kaufen. Wir können, guck mal, jetzt auch hier gleich Muni kaufen können. Ja, ist mir auch aufgefallen. Wir werden ein hübsches Plätzchen in einem Ortgesicht finden. Selbstmobiles Pfarrhaus heißt euch willkommen. Hm. Ja, aber erst ab Level 30 lohnt sich hier wirklich einzukaufen. Oh, der hat eine Spitzhacke im Rücken gekriegt. Die Pistole ist natürlich richtig heftig, Alter. Aber die habe ich mir auch extra aufbewahrt. Ich weiß. Weg. Nice. Sie hat einen neuen Namen. Und der Name ist? Der Wald der irgendwie auffressenden Bienen oder so. Geil. Bienen? Stümpfchen. Ich wusste, ich hätte kein Bäumen haben soll. Für Stümpfchen. Ah ne, ich hab den Großen umgebracht, Lel. Okay. Sind ja süß, ne?
Die sind ja hart niedlich, ne? Manche von denen haben sogar eine Axt auf dem Kopf. Hier ist eine Waffe, die ich irgendwie nicht aufnehmen kann. Doch, jetzt. Und wieder ein sauberer so. Kill. Süß, die sind echt niedlich. Ja, ja. Finde ich auch. Kann man schön erschießen. Definitiv. Kaum. Sind gutes Kanonenfutter, ne? Wiedersehen. Eben. Geil. Ja. Dann suchen wir mal die Königin. Was liegt hier denn rum? Vielleicht hat die Königin den fallen lassen, um ihren Weg zu markieren. Dann sollten wir den Edelstein folgen. Sie führen uns direkt zu ihr. Genau. Die Königin lässt die Edelsteine fallen. Oder oben. Eine Fee. Die Fee. Die müssen der Fee folgen. Oh nein, Handsome Hexer. Handsome Hexer, hör mal. So, das Stümpfchen ist jetzt wirklich nur noch ein Stumpf. Au! Die Fee greift uns an. Die Fee greift uns an? What the fuck, Alter? Der Handsome Hexer. Oder ich hab sie gerade böse gemacht. Oh lol, hier ist so viel Stuff rein. Wow. Iridium und irgendeine Kackwaffe. Hast du die eingesammelt oder war ich das jetzt? Ich weiß ich nicht. Ich guck gleich mal. Ich guck jetzt gerade. Das war ich. Nee, das musst du gewesen sein. Das war, glaube ich, eine lila Waffe. Guck mal, was das für eine. Ob die Waffe gut ist. Lila war die nicht, das war eine ganz normale weiße. Hier, bitteschön. Ja, dann ist die scheiße. Nee, ich habe auch schon so eine weiße. Nimm mal mit. Gönn dir und verkauf. Oh, gönn dir und verkauf, ja. Mach ich gerne. So, was haben wir hier? Muni. Nur Muni, also scheiße. So, da ist noch. Da ist hier die nächste Spur von der Königin. Richtig. Da war nichts drin. Ja. Da sind noch mehr Stümpfe. Ja, wollen wir die Stümpfe stumpfinieren? Ja, stumpfinieren. Stumpfen wie. Machen wir das, ja. Stumpfinieren wir die Scheiße. Sehr gut, ne? Definitiv. So, guck dir mal an, wie krass wir die wegstumpfinieren. Heftig, ne? Tja, arme Stümpfe. Tja, können halt nicht dafür, dass sie leben, ne? Oh, da kommt eine Fee. Ich knall sie ab. Nee, noch ist sie unser Freund. Mich hat die eben plötzlich angegriffen, deswegen habe ich sie gerade. Ja, das war der Handsome Hexer. Kann ich mit ihr reden? Eben konnte ich irgendwas bei ihr machen. Jetzt ist sie anscheinend. Ich will mit ihr reden. Ich hab sie ja abgeknallt. Jetzt wird sie böse. Ja. Man, die lässt guten Loot fallen. Stimmt wohl. So. Irgendwas Geiles dabei, ein Class-Mod für dich. Ich nehme einfach alles mit, den ganzen Scheiß. Ich wollte das andere Ding haben. Ich wollte gucken, was das ist. Gebe ich dir gleich wieder. Nee, guck einfach nur, was das für Stats sind. Vielleicht ist es besser. Oh. Aubrey the Trent Teenager. Wow, ein Teenager. Hallo. Mit dem. Okay, lassen wir ihn. Kann man ihn anschießen? Nee. Er sagt nur, Dann sagt okay. Nur, sehr gut. Geil, was ist da Leben. Denn? Sind da. Oh Gott. Was sind das denn für eklige Viecher? Grasspinne? Hier ist eine schwarze Witwe. Oh Gott, die giftigsten Spinnen der Welt. Nein, ich glaube nicht, dass sie die giftigsten sind. Doch, tatsächlich. Bei uns in der realen Welt tatsächlich. Sie giftig. Nee, ich glaube, ich habe schon von einer giftigeren gehört. Ich nicht, bis dato. Bis dato ist die schwarze Witwe die wohl gefährlichste Spinne. Aua. Oh Gott, da kommen ja noch mehr raus. Klar. Das ist voll mit den Viechern. Oh Gott, eine Spinnenplage, Alter. Ihr könnt uns korrigieren, Leute, falls ich mich jetzt irre. Korrigiert mich, falls Miku recht hat. Weiß man nicht. Er müsst eher schreiben. Ich bin zu faul, mich darüber zu informieren. Hinterher. Ich auch. Das juckt uns da gar nicht mehr. Da hinter uns folgt noch eine Grasspinne. Wir können auch den Nebenpfad folgen. Als Sidequest Plus. Machen wir das nochmal. Ja, gehen wir den Nebenpfad einfach mal lang. Aber hier da ist nichts drin, außer... Moni ist nicht. Scheiße, kann ich da rüber springen? Scheiße. Gott, das ist ein Scheißweg. Wir gehen einfach hier weiter, Mann. Fuck drauf. Danke, unsichtbare Wand. Ein gut programmiertes Stück Software. Ach, hier können wir den Nebenpfad wechseln. Ah, okay. Dann gehen wir erstmal den Nebenpfad. Wo wollt ihr hin? Zum Nebenpfad. Wir gehen auf Erkundungstour. Das solltet ihr vielleicht nicht tun. Ich habe die Kämpfe nur für den Hauptpfad des Spiels ausbalanciert und... Oh nein, was denn? Oh oh. Oh oh. Oh oh.
Wow, 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 wow. Level 74. Yo. Yo. Schon besser. Alter. Was war bisschen das denn auf Level gerade? Sollte man auf achten, ne? Oh, ich bin tot, ne? Den kriege ich tot. Lass mir den großen Baum. Ja. Okay. So, stirb, großer Baum. Danke. Wir sind jetzt stimmt hier mit der Axt unterwegs. Lol. Gott, der lässt scheiß Iridium fallen und ich werde immer noch angegriffen durch irgendeinen Blitzscheiß. Hier, entstumpfinieren wie die Stümpfe. Entstumpfinieren. Ja, okay. Ja, ja, reicht auch. So, den Stumpf habe ich wegstumpfiniert. Ich denke mir neue Wörter aus, die es im deutschen Sprachgebrauch nicht gibt. Nice. Scheiß Stumpf, Alter. Jetzt wirst du geslaggt, oh. Du Bastard. Oh. Wollen wir beide, wollen wir würfeln? Lass noch eine Runde. Wir kriegen ja guten Stuff raus. Ja, lass mal noch eine würfeln. Ich würfel beide, ne? Ja. Kann ich nicht. Oh, ich kann zwei Würfel würfeln. Soll ich mal machen? Mir fehlt irgendwie 5 Iridium. Mach mal. Denk dran, es verbraucht Iridium von dir, ne? Ja. Und 20? Was gibt's für mich? Oh, nur. Die ist gar nicht schlecht, aber das war's dann auch. Können wir nochmal würfeln? Nee, ne? Nee. Schade. 6 Iridium habe ich jetzt noch. Welche Waffe cool? Wow. Irgendwas also Cooles dabei. Und die andere Seite. Oh, guck mal, was wir hier haben. Ein Volt-Symbol. Oh, krass. Ihr solltet ihm vielleicht einen Klaps verpassen, damit er sie fallen lässt. Ach, da oben, da ist ein Baum. Da sollten wir, ist ihre Rüstung. Ach so, hier mussten wir also eh hin. Okay. Guck mal hoch. Das ist ein BH. Wo? Da hängt ein BH, wo ich. Was? Na lecker. Das ist doch keine Rüstung. Habt ihr mich mal angeschaut? Das Fitzelding bedeckt ja nicht meine halbe Titte. Außerdem zielen böse Buben ja nicht bloß auf meine pikanten Preziosen. Sucht mir was mit ein bisschen mehr dran. Finde eine weniger scheußliche sexistische Rüstung. Okay, ja, ja. Sehr gut. Machen wir. Sonst hier noch irgendwas Cooles. Nö. Hier ist noch eine Waffenkiste. Und hinter dir ist ein Trant. Geil. Level 31. Verpiss dich, Trant. Ich möchte gerne meine Waffen einsammeln, die alle scheiße waren. Aua, der haut auf den Boden und verletzt dich damit. Ist nicht dieser Bastard, Alter. Jetzt kriegst du den Raketenwerfer in die Fresse. Elektro-Pink ging die so gut wie gar nichts. War kein Elektro. Ich habe ihn einfach mit dem Raketenwerfer in die Fresse gehauen. Achso. Aua! Helf mir mal bitte. Gut gemacht. Ruhig bleiben. Ich bin auch fast tot. Die Dinger explodieren, die blauen Dinger. Kommt da nicht, wieder nicht zu nah ran, Alter. Ich hab sie einfach abgeschossen. So, let's go. Dann wollen wir mal. So, sind wir wieder auf dem Hauptpfad unterwegs. Spinnen. Mit noch mehr Grasspinnen. Iii, und schwarze Witten. Ja, lecker. Selbstmordspinne, lol. Geil. Nice. Die schwarzen Witwen greifen an. Gott, die vergiften einen, Alter. Heftiger Scheiß. So, let's go. Was haben wir hier denn in diesem Misthaufen? Mist. Geld und ein Glasmod. Echt? Ja, aber der Scheiße. Oh, da ist er ja schon. Devlin. Hi. Hi Devlin, Blood Tree Cam. Folgt mir. Ich glaube, die Königin ist da entlang. Ja, das sehen wir auch. Du Idi. Teufel, eine Sackgasse. Es muss doch einen Weg geben, da durchzukommen. Na hier. Oh. Was ist das denn? Hier sind drei Truhen, Alter. Orkische Schriftzeichen, okay. Säften des Blablabla, scheiß drauf. Jedenfalls müsst ihr wohl Blutfrüchte sammeln. Geil. Echt jetzt? Was ist denn eine Blutfrucht? Das ist so ein matschiges Ding, das wächst an den Bäumen. Da!
Blutfrüchte. Geil, Blutfrüchte sammeln. Dann los. Sieht aus wie hier, Yo, ne? Ork-Zerker. Jetzt geht's los, Alter. Ah, die halten nicht viel aus. Und die sind aber trotzdem stark. Guck dir mal mein Leben an. Ja. Ork-Gorilla. Ork-Gorilla, Alter. Nice. Yo, die machen richtig gut Damage, Alter. Au, was denn? Wovon? Ach, das Ork-Tiger. Oh, krass, Alter. Der wirft seine Scheiße. So, wegrasiert. Sehr gut. Jo. Was denken die, Alter? Alter, krass. Ist das was Gutes? Nee, nur Scheiße. So, wow, hinter uns sind noch welche. Pass auf, sie kommen. Hier können wir würfeln. Ich würfel, ne? Einfach mal. Dann würfel mal, mal gucken, was du findest. 13 habe ich. Und er nimmt mit. Es ist scheiße. Oh, Vorsicht. Oh, Krieger. Oh. Lol. Sehr gut. Was zur Hölle? Kriegserkrug. Boss, Alter. Oh, ist der stark. Was zur Hölle? What the f... Yo, das ist richtig fies, Alter. Der ist fies. Der ist fies, Alter. Der haut, der macht. Scheiße, ich dachte, ich nicht so nah rankommen. Oh, dein Öff! Lol, ein Hit. Ich war voll, ne? Oh, krass. Wow, ein Hit! Okay, du lebst wieder. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe irgendwas getötet, was im Umkreis war. Oh, scheiße. Ich kann dich nicht wiederbeleben, geht nicht. Der würde mich one-hitten. Ich muss kurz auf Entfernung spielen. Du musst mich wiederbeleben! Geht nicht! Der tötet mich auch one-hit. Bang, kann ich aufgeben. Bringt nix. Er kommt auf mich zu. Fuck you. Ich habe ja auch aufgegeben. Warum gibst du auf? Ich wäre eh gleich gestorben. Und wie viel kostet mich der Spaß? Wahrscheinlich 5.000, 6.000 oder sowas. Alter, da hüpft er von weit in Entfernung. Boah, mal 7.000 weg von meinem Geld. Sehr schön, nice. Ich weiß, ich hatte vorhin 13.000. Also bitte. Also, da bin ich nur runtergefallen. Ach so, du bist gestorben. Scheiße. Oh nein. Wow. Ja klar bin ich gestorben, runtergeflogen wegen denen. Der zieht mir mit einem fucking... Der zieht mir... Was zur Hölle, warum? Wow, scheiße, ich muss weg. Ich brauche mehr Munition. Och, hinter mir, Alter. So, ich lebe wieder. Sehr gut. Alter. Vorsicht, er kommt. Echt jetzt? Ja. Bist du tot gewesen oder was? Nee, 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 noch nicht. Krass, Alter. Die kann ich aber auch nicht facelocken, das ist ein Problem. Ich versuche. Junge, die heben ihre Kisten auf. Au. Fuck you. Kann man den nicht slacken, Alter? Ich habe keinen Slack. Ich kann dich nicht wiederbeleben, sorry. Ja, ich weiß, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Nee. Bleib du erstmal safe. Bleib du erstmal safe. Ich respawne jetzt. Boah, er greift was anderes an. Er greift die Stümpfchen an. Echt jetzt? Ja. Das ist gut. Aber er hat den Trend, glaube ich, gleich getötet. Den Trend? Nee, die werden jetzt... Trendkiller. Die werden noch ewig gegeneinander kämpfen. Ich werde jetzt nur auf diesen Ork... 12.000 gekostet, ich werde jetzt... Oh, krass. Ich werde jetzt nur auf diesen Ork-King gehen, Alter. Klar. Komm hier nicht durch, Alter. Lass mich doch runter. Oh, Mann! Jetzt wirst du auch wieder von hinten angegriffen. Von irgendeinem Bastard, Alter. Ach nee, das ist ein Stümpfchen. Er geht voll auf den Riesentrend. Jo. Du kannst dich volle Kante auf ihn konzentrieren. Sehr gut. Der Trend ist tot. Lol. Der Trend lebt auch noch. Was willst du denn? Echt? Wie sieht der Ork greift mich plötzlich nicht an? Dann hast du ihn auf dich gelenkt. Sehr gut. Shit. Ich werde nicht den Trend. Oh, was soll ich? Ich werde nicht den Trend angreifen, ne? Er greift wieder den Trend an. Oh, Leute, das ist ein heftiger Bossfight. Ich glaube, wir sollen auch eigentlich noch gar nicht gegen die kämpfen. Doch. Wir müssen hier die Blutfrucht sammeln. Wir können eigentlich auch nicht vorbeilaufen, aber irgendwie ist das auch unbefriedigend. Wow! Jetzt greift er auf einmal mich an.
Ja, der hat mir mit einem Schlag meinen gesamten Schild und die Hälfte meines Lebens weggehauen, ne? Einfach so. Ich muss den Trend töten, weil der nervt einfach nur noch. Was ist mit tot? Oh Gott. Oh nein, jetzt kommt er auf mich zu, oder? Nee, noch nicht. Da ist ein anderer Trend. Baron von Ork, Alter. Ich schieße auf die rauf, weil ich einen zusätzlichen Schaden nochmal mache, bevor ich sterbe. Oh, krass, Alter. Heftig, ne? Das ist heftig. Diese scheiß Stümpfchen, die hier überall sind, ne? Wir haben halt echt keine guten Waffen. Wir hätten doch tatsächlich mit Level 30 rennen können. Da hätten wir wesentlich mehr Auswahl gehabt. Jetzt greift er mich an. Oh nein. Jetzt wäre ich fast draufgegangen. Bleib bloß leer. Wir dürfen beide nicht gleichzeitig sterben, weil da hat er ja volles Leben. Ich passe auf. Ich habe Raketenwerfer-Muni anscheinend. Das heißt, ich kann wieder ein bisschen Schaden bei ihm machen. Nee, leider nicht. Jetzt ist da noch ein zweiter Scheiß-Ork dabei, Alter. Aber der wurde zerfetzt, lel. Hier, ich schick mal zu euch rein. Mein Doppelgänger. Und eine geile Granate, Alter. Aber wenn der Trend nicht im Weg stehen würde. Ich versuche ihn ja schon zu slacken, Alter. Aber ich kriege ihn nicht geslackt. Vorsicht, er kommt auf mich zu. Oh nein. Nein, 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 verpiss dich, Alter. Nein, 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 nein. Schnell im Kreis laufen. Ich kämpfe gegen das Stümpchen. Sehr gut, ich werfe nochmal eine Granate zu ihm hin. Die trifft aber leider. Oh nein, oh nein, 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 nein. Hier, mein Doppelgänger. Er geht trotzdem zu mir. Dann kann ich meinen Doppelgänger ja auch. Er geht volle Kante auf dich. Au. Ich kriege ihn nicht geslackt, egal wie oft ich ihn mit der Waffe angreife, ne? Wow. Elektro bringt aber auch so gut wie gar nichts, Alter. Wow! Macht deren Schaden, Alter. Heftiger Scheiß. Oh ja. Ich habe leider keine Munition mehr für meinen Raketenwerfer. Das nervt, das zack, gerade übelst. Ich leider auch nicht mehr. Aber er kämpft gegen die Stümpfchen. Ich hab neue Granatendinger. Schmeiß mal alles. Ich versuche ihn schon mit dem Sniper abzuknallen, aber ich kriege ihn nicht ins richtige Visier. Oh nein, oder? Da, schluck die Granate, Alter. Oh nein, verpiss dich, Stümpfchen. Wir beide wollen doch nicht gegeneinander kämpfen. Krass, er ist viel zu weit weg für meine Granaten, Alter. Was zur Hölle, wieso? Er kämpft mir, lol. Boom. Ah! Ich wollte nur neue Munition holen, nur. Nervt mich nicht. Wir müssen ihn abschießen, komm. Der Baron, Leu. Ich kam hinter mir war eine Wand. Schieß auf ihn. Schieß so viel du kannst. Oh Gott. Hinter mir hat mich irgendwas mit Blitzen abgeknallt. Oh nein. Wow. Irgendwann hat mein Kill weggeklaut. Ich kann dich nicht wiederbeleben, ne? Ich sehe den nicht. Er tötet mich halt einfach sonst instant jetzt gerade. Und wir dürfen nicht beide zusammen sterben. Ja. Oh scheiße, ich lauf mal lieber. Lebst du wieder? Noch nicht. Noch bin ich respawned. Er kämpft gegen Stümpfchen. Elftausend hat mir gekostet, wird immer weniger. Zum Glück gerade. Ja, weil du auch immer weniger Geld hast. Oh Gott, ich kämpfe. Wow. Er stirbt gleich, er sollte gleich sterben. Ja, ich kämpfe ja noch gegen ihn. Los, schieß da weiter drauf. Komm. Ja, Mann. Ja. Er hat nichts fallen lassen außer $38. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Er hat nichts fallen lassen. Ist
gut, ne? Oh, nice, Alter. Oh, war das schlecht. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt mal die Mission weiter. Ja, gut. Wir hätten ihn komplett ignorieren können. Ich war sowieso so heftig hier. Krass ignorieren können, ernsthaft. Er hat uns nichts Gutes gegeben. Auch so ein bisschen Erfahrung, ja, aber sonst. Ja, ich bin fast Stufe 30. Ja, ich auch. Ja, ist das Blutwasser? Ja, man kann da rein. Da hängt so eine eklige Blutfrucht. Davon sollen wir 3 holen. Na gut, dann. Was? Wow! Oh, ja. Trends, Alter. Da sind die Blutfrüchte. Wir sollen die absammeln. Okay, sammelt die mal ab. Dann sammeln sie mal ein. Ich knall ihn so lange ab, dann konzentriert er sich nur auf mich und du kannst die voll absammeln. Hab ich. Hast schon alle? Können wir die ignorieren oder wollen wir die töten? Ja, wir töten die, ne? Geil! Er hat mich komplett runtergeschlagen. Richtig nicer Dude, Alter. Jetzt komme ich hier nicht mehr rauf, oder? Doch, easy. Fucking Fee. Aua. Ich greife die Fee auch gerade an. Sie nervt mich halt. Au, yo, die hat mich getötet. Oh Gott, wir sind beide tot. Du musst sie töten, schnell. Wo ist sie denn? Die ist weg. Sie ist weg. Die haut ab. Die haut einfach ab. Nee, doch nicht. Töte sie. Wo ist die denn? Ich sehe sie auch nicht. Die ist weg. Ich lebe wieder. Schnell. Oh. Die war weg. Ich habe sie nirgends gesehen. Die war über uns. Oh, scheiße. Egal, ich sterbe gerade. Egal, wir haben alle 3 Früchte. Das war alles, was zählt. Ja, ich bin schon weg. Kein Bock zu sterben. Ich geh schon zu Devlin, ne? Ja, mach das mal. Ich öffne hier nochmal ein paar Truhen. Gott, da bringt uns der Ork King halt gar nichts, ne? Das ist echt bitter, ne? Wie lange? Wir haben bestimmt jetzt 10 Minuten an ihn verschwendet oder so. Alter, ist das ätzend. Das ist heftig. 10 Minuten verschwendete Lebenszeit, auch für die, die bis hierhin... Oh, wir hätten fast einmal Iridium vergessen, das hier liegt. Ja, man kann halt... Da war halt da ein intensiver in Kreisgerinde. Eine Granate mit 5000 Schaden, Alter. Das ist heavy. So, was sagt Devlin? Weiß ich nicht, ich warte hier auf dich. So, ich bin auf dem Weg. Es wäre ja doof, wenn du es nicht sehen würdest. Falls Devlin explodiert. Man weiß es nicht, ich weiß es nicht. Leicht lange her, wo ich es gespielt hatte, deswegen. So, dann reden wir mal mit Devlin. Gut, beschmier nun damit die Artefakte, bitte. Geil! Geil! Da unten ist ein unsterblicher Wald. Dann was gehen wir mal was? Zum unsterblichen Wald, aber was uns da erwarten wird, Leute. Ja. Unsere Zeit ist leider um, so gut wie. Ja, so gut wie, ne? Was uns da erwarten wird, das erfahren wir im nächsten Part. Wir kommen auf jeden Fall sehr gut im DLC voran, anders als wir hier mit Level 24 reingelaufen sind. Oh ja, und wenn ich auf Karte gucke, hier gibt es eine Nebenquest. Verlorene Seelen irgendwie. Und so, nochmal Badass-Tokens eingelöst. Ich habe eine geile Granate gefunden. Nicht mal Rang 30, aber ich will halt nochmal guten Blick auf das sehen, was uns erwartet. Krass, ich habe eine Granate, die macht einfach mal 2000 Schaden mehr als meine jetzige, ne? So, hier bleibe ich stehen. Oh Gott, was kommt da hinten? Was soll ich machen? Soll ich Strom oder... Wir kriegen auf die Fresse. Oh Gott. Soll ich Strom oder Slag nehmen für den nächsten Part an Granate? Nimm Slag. Slag? Damit machen wir mehr normalen Schaden bei Gegnern. Komm mal her. Kann ich noch gar nicht nehmen, erst mit Level 30. Dann nehme ich erstmal Strom und dann wechsle ich bei Level 30 auf Slag. Gut, dann komm mal her, da sehen wir mal, da können wir hier stehen bleiben und gucken, was uns nächstes Part erwartet. Wir kriegen richtig auf die Fresse. Aber sowas von, ne? Wenn man es schon sieht. Oh, scheiße. Okay, das wird krass, gut. Leute. Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, beenden wir den Part. Ich werde mal Abmoderation, ich oder du? Soll ich machen? Soll ich? Ich? Ja, ja, ich mach das, dann ne? Mach du mal. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Liken und abonnieren nicht vergessen, damit ihr weiter Borderlands 2 erleben könnt.
Hoffentlich, wenn ihr Bock darauf habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part, Leute. Tschüss! Tschüss!